Das ist wohl die größte Frage. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ne, hier, nach dem Ding, so ein Ding hat mir meinen neuen Bettanzug gebracht. Von daher hat es irgendwas mit Batman zu tun, diese ganze Einrichtung. Liegt viel Stuff rum, aber hier sitzen irgendwelche Typen in Zellen. Wir gehen mal einfach hin. Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Komisch, na langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Christina Bell. Mir sagt sie nichts als Charakter. Ich glaube, sie ist auch vollkommen neu. Yeah, genau. Ich finde, das sieht stellenweise gut aus wie Bioshock. Genau. Daran hat es mich auch total erinnert. Johnny Charisma. Wow. Albert King. Okay. Die sehen alle schon mal ziemlich komisch aus, auf jeden Fall, die Jungs. Zwei Zellen haben wir noch, oder nee, eine haben wir noch, wo einer drin sitzt. Das ist gut. Der Henry Adams. Aber was zum Teufel soll das bitte? Ja, stimmt, ne? Bioshock, wie gesagt, mich stellenweise total daran erinnert. Oder erinnert mich stellenweise, ich bin noch nicht ganz komplett fertig mit dem Spiel. Okay, haben wir noch irgendwo eine Zelle? Wow! Batman. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor sie ihn erledigt, genau das ist hier die Frage. Wer sind die Leute? Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. Fünf Personen betroffen. Ich lasse das mal kurz durchlaufen und erzähle mal noch nicht so viel dazu. Es verändert sie. Sie werden zu Joker. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Welche Stimmen kommen denn doppelt, bitte? Die Dialogszenen kommen doppelt? Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich hoffe, das ist nur ein kurzzeitiger Bug gewesen gerade. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Echt? Du hast gesagt, fünf, ich zähle nur vier. Einer fehlt noch. Sag mal, ob das so bleibt. Oder ob irgendwas anderes doppelt kommt, außer die Stimme. Ist ja ein merkwürdiger Bug. Sonst muss ich gleich mal unsere lustige Capture-Karte neu starten. Ich hoffe nicht, eigentlich sollte es nicht durchs Mikrofon nochmal doppelt kommen. Vielleicht hast du den Stream auch irgendwo doppelt auf. Kann ja mal irgendwer irgendwo sagen, ob die Stimmen nochmal doppelt kommen. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt. Okay, konzentrieren wir uns mal kurz weiter aufs Spiel natürlich. Wir müssen raus hier. Mal abgesehen davon, was der Joker sagt, weil der flüstert mir jetzt sowieso nur die ganze Zeit ins Ohr. Werde ich natürlich jetzt wieder meine schöne Batman-Fernsteuerung des Batmobils aktivieren. Und
mal den Kasten hier kaputt machen. So. Wir müssen aber erstmal raus hier, weil das ganze Ding, obwohl ich hier alles entschärft habe, möchte natürlich in die Luft gehen. Oh. Und da muss man mal leider sagen, das sieht alles irgendwie, ich finde es ja extrem cool. Ja. Die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals eher weniger. Es ist noch ein bisschen was übrig, aber nicht viel. Ach, Batman stirbt doch nicht. Was ist da los? Klar geht's mir gut. Ich sehe nur den Joker ab und zu mal. Ich hatte schlimme Symptome, aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Okay. Das heißt... Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Das Echo? Echt? Liebe Leute, ich versuche mal den... Ich mache mal bei mir ein bisschen leiser. Ja. Das ist ja faszinierend. Nee, das ist ja euer gutes Recht. Wenn ich euch bespaße, dass es auch dementsprechend Qualität hier bietet. Das ist aber irgendwie das erste Spiel, bei dem das so ist. Naja, wir gucken mal, ob es so bleibt. Im Übrigen, ich finde ja Batmobilfahren geil, muss ich ja sagen, aber... zum Auto zurück. Es wird angegriffen. Du kannst alle anderen reißen, aber mich. Ich fahre einfach mal durch. Ey! Wow! Ich dachte, ich habe ihn gerade durchrammen. Bitte dich. Ein so ein kleiner Panzer. Bion! Wow! Was nicht? Ha, sehr geil. Immer die beste Situation, wenn die Panzer sich gegenseitig selber erwischen. Bam. Der war, glaube ich, mal nicht schlecht, würde ich sagen. Wo ist denn der? Bam, bam. So. Geht weiter, weil wir müssen ja wieder aufs... Der gute Commissioner Gordon hat uns ja aufs Police-Revier gerufen. Von daher wollen wir natürlich dem Ruf folgen. Zumal wir auch eine gute Beichte noch bei dem guten Herrn ablegen müssen. Wir haben nämlich seine gute Tochter eingespannt, die jetzt entführt worden ist. Ob er das gut finden wird, was wir ihm vielleicht erzählen oder auch nicht. Ach komm, Joker. Weg, ab. Ja, ja. Das wird echt herrlich. Los, Batman ist hier. Batman war schon die ganze Zeit da. Was ist los? Jetzt kommt das Geständnis oder kommt es nicht? Ich glaube nicht.
es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein, ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Oh mein Gott. Bleib ruhig. Wir befreien Hilfe. Sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Ursprung entführt. Ein bisschen lauter. Dann habt ihr die Dialoge auch besser. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Hm? Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Ja. Der Joker sind wir bei allen Sachen eine total große Hilfe. Von daher, es ist super Tipps. Da fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Finn. Dinge vorhersehen ist mein Job. Ich wollte gerade sagen. Als Polizist und als Vater. Das Obwohl, Ganze wenn Batman mit drin ist, kann man Dinge wahrscheinlich wirklich nicht mehr vorhersehen. Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Wer? An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Okay, schade. Also ich habe ihn jetzt erwischt. Ich wiederhole die Ergreifung von Commissioner Gordon an Priorität. Boah. Das Autofahren ist echt gewöhnungsbedürftig, aber ist nicht schlimm. Hey, bitte nicht. Schaff sie mir vom Hals. Mach ich. Bin ja da. Ich kann die Kerle nicht abschütteln, ja, ist mir. Die Dreckskerle wollen mich von der Straße drängen. Kein Problem. Gehen wir hin. Ah, Gott. Ich hasse diese. Es tut mir leid. Das war's. Das war der letzte. Yeah. Alles sauber. Ganz souverän so gemeistert. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Na. Im Übrigen habe ich, das müsste man darauf achten. Es ist zwar irgendwie witzig, dass das Batmobil so eine Funktion hat, dass man hinten einsteigen kann, aber ich stelle mir das ziemlich ekelhaft für die Insassen vor, da hinten sich reinzusetzen, ohne Fenster, ohne alles. Weiß nicht, ob der da vielleicht Flatscreens hinten drin hat, aber ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, sehr langweilig. Oder sehr eklig. Eigentlich alle, die aussteigen, die er da wieder rausbringt bei meinem Fahrstil, müssten auch ihr Innerstes danach, glaube ich, über die Straße erschüttern. Der Truppen des Arkham Knight hören, die sie anforderten. Na los. Was hast du für mich, Alfred? Raus. Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in Das heißt, ich werde jetzt mal darüber informiert, wie schlimm es in den Stadtteilen aussieht. Hier sind 38 leichte Drohnen. Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Da sind 4 Flugeinheiten, 48 leichte, 9 richtige Panzer. Da ist ein bisschen mehr, das sollte ich vielleicht nicht machen. Hier sind nur 12 leichte Drohnen. Heißt, das wird wahrscheinlich erstmal die Insel der Wahl sein. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg. Das stimmt. Im Übrigen könnte ich ja mal gerade gucken, was so insgesamt an Missionen verfügbar ist. Naja. Wir gehen erstmal die Hauptstory weiter, oder? Falls ihr Nebengeschichten sehen wollt. Aber ich muss wahrscheinlich eh nachher mal ein paar Nebendinger machen, um mich noch ein bisschen abzugraden. Uhrenturm ist umstellt. Sichere den Bereich und lass dich wissen, denn es sichert nicht ein. Bam, weg. Die Viecher sind aber auch echt hartnäckig. Boah. Ja, ist gut. Ich werde das jetzt hier mal ganz fachmännisch. Fünf. So, dann lassen wir hier die letzten antanzen. Ja, die letzte. Und bam. Down. Alle weg. Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim.
Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Doch. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. An die Einheit am Uhrenturm. Batman weiß, dass wir seine Freundin haben. Er kommt zu euch. Haltet ihn auf. Ihr schafft das, Männer. Ich sollte erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms. So kann ich da nämlich nicht rein. Weil der gute Commissioner will ja mitkommen und der ist nicht so kugelsicher wie ich. Deswegen erstmal die ganzen Leute mit den großen Waffen ausschalten. Schauen wir mal. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich auf den Lüftungsschacht. Eigentlich. Uah. Das ist ja nicht mal so doof gewesen. Ist der letzte? Einer müsste doch noch, ne? Nein. Doch nicht. Boah, Hilfe. Hilfe. Ich glaube, das passt gerade nicht. Er ist hoch, ich bin runter. Das ist eine uncoole. Das war kein gutes Timing von uns beiden. So ist noch einer? Einer ist noch. Bäm. Weg ist er. Jim, der Bereich ist sicher. Treff mich im Uhrenturm. Das heißt, ab nach oben. Wo ist denn das Eintritt? Der Eintritt? Das Eintritt. Wo ist der Eintritt? Als ich hier das erste Mal war, sah es anders aus. Okay. Ja, das Toxin scheint mich doch ein bisschen mehr erwischt zu haben, als ich es wahrhaben möchte. Colleen? Bist du's wieder? Ich glaub nicht. Colleen für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Ach ja, Leichenwitze sind auch irgendwie ungeil. Aber kennt man ja nicht anders vom Joker, von daher. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Oh Mann, ne? Ich glaub's ja wohl nicht. Zum Glück und hoffentlich sind das nur irgendwelche komischen Visionen, die ich habe. Das ist aber an sich irgendwie ganz geil gemacht, dass man hier irgendwie. Rumgeht und dann sich damit auch jeweils irgendwie das Level verändert. Ah. Tada! Und schon sind wir im Uhrenturm. Es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt dürfen wir uns wieder die schönen Geschichten des Jokers antun. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ich glaube nicht, dass er das so gut aufnehmen wird, wie du mir erzählst. Wenn mir jemand erzählt würde, dass ich schuld wäre, dass meine Tochter das... die Tochter von jemandem entführt würde. Selbst wenn es mein Freund wäre, glaube ich, wäre ich nicht so gut drauf. Was sollen wir denn tun? Ah, jetzt liegt hier ein Rollstuhl. Der Rollstuhl von Barbara. Oh Gott, nein. Oh doch, leider.
Es tut mir leid, lieber Kommissar. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Nee, es ist Batmans Schuld. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Na dann. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Identität bestätigt. Ja, so ist das mit geheimen Identitäten. Sie ist stark, Jim. Stärker als du glaubst. Aber nicht stark genug, dass sie nicht entführt wurde. Lieber Batman. Sie arbeitet für dich. Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie. Meine Tochter. Alles, was ich habe. Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals. Mal davon abgesehen, ich glaube, er hat sie auch so ein bisschen verdient. Ne? Na toll, das Bat-Handy weggeworfen. Ich zieh das allein durch. Unfassbar. Bleib weg von meiner Familie. Klack. Na toll. Der Commissioner ist weg. Heißt, ich habe jetzt einen Verbündeten weniger. Und einen ich finde, das ist Joker mehr im Kopf. Gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ich glaube nicht. ja. Ich muss rausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Okay. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Natürlich will ich den Entführer finden. Keine Frage. Okay, Kamerabilder überwachen. Vor- und zurückspulen. Kriege ich hin. Eine der Kameras hier aussuchen. Mal gucken, was passiert. Noch ist Remy Demi nur angesagt. Zwei Autos. Also springen wir in die Kamera. Und das dürfte doch, wenn mich nicht alles täuscht, das sein, was ich machen muss. Das ist der Arkham Knight. Er Check. Hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Das ist, kann ich dir beantworten, lieber Batman. Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen Captain sind Thermatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Es hat ja auch wahrscheinlich kein anderer Truck in der Stadt. Genau dieses Reifenprofil. Da die Miliz eigentlich nur dieses Fahrzeug fährt. Wenn ich so darüber nachdenke, woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Ach, den Joker, den wird man aber auch, glaube ich, nie loswerden als Batman, ne? Ernsthaft? Ich habe auf ihren Kopf gezielt. Ah, hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich morgen auf den Füßen bin. So. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobiles benutzen. Forensik-Scanner. Folgen wir einfach der Spur. Alfred, ich will den Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Ich will auch gerne wissen, wer der Arkham Knight ist. Wahrscheinlich sind ein paar im Chat, die das schon sehr weit gespielt haben. Wird das aufgeklärt? Ich will das gerne wissen. Ich will nicht wissen, wer es ist, aber ich will gerne wissen, ob es aufgeklärt wird. Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bathöhle. Bitte bleib wachsam. Ich habe Oracle, Batman. Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Nur ist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. What's that? Es sieht nicht freundlich aus. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn das Batmobil da unbedingt rüberfahren sollte. Die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Es ist eher tief verankert als vergraben.
An der Stelle mal so angemerkt. Nur mal so. Und was ist das? Es ist... Es ist eine Bombe. Eine Bombe. Ich hätte jetzt gesagt eine Mine, aber es ist eine Bombe. Sollten Sie in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Das hört sich... Hey ho. Das hört sich sehr lustig an. Eine kontrollierte Explosion. Von so einem großen Gerät. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Wie Sie vorher gesagt haben, Sir, ich will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Nicht gut. Sie sind unter Sicherung. Ich weiß, Sir. Ich erledige ihn. Boah, es war so abzusehen. Das sind diese typischen Momente, wenn man einfach mal reinläuft, ne? Rattler offline! Sie sind zu weit weg, Sie werden den Sprengsatz zu... Rattler getroffen, aber funktionsfähig! Noch ein paar, wie viel noch? 9 Stück? Das ist wieder, ey. Das sind gar nicht so wenige. Manchmal echt fies zu treffen. Also das ist noch 5, ne? 5, 4, 3, 2, ja, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Dann gucken wir die damit eigentlich kaputt, nicht so schnell. Die letzte! Bam! Huhu! Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion. Der Cool ist auch wieder da. Sehr cool. Dann wollen wir mal die Winde rausholen. Das finde ich übrigens irgendwie eine ganz witzige Aktion hier mit dem Überladen der Sachen, indem man sozusagen fremd. Zündungen macht. Wie Starthilfe geben beim Auto. Bam. Weg ist es. Glaubst du etwa, das war es schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Schatten. Ich habe einen Waypoint und ich könnte. Ich könnte etwas verbessern. Mach ich aber nicht, weil. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand. Will jetzt erstmal den komischen Arkham Knight finden. Der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Das denke ich auch von aus. Ich sehe da ein Problem. Die Brücke ist oben, die Spur des nicht Arkham Knight unten. Führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut. Ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Übrigens bist du Catwoman. Ja, ich bin Batman. Ich werde zu Fuß weitergehen und ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Niagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Ja. Ich muss ja sagen, das Batmobil ist schon geil, aber ich finde das Fliegen in diesem Teil ja noch ein bisschen cooler gemacht. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hängt. Wow, das wäre beinahe daneben gegangen. Gucken wir mal, wen wir hier alles beglücken dürfen. 8 Gegner. Wir haben die Drohne, ihr wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Greif Bette, du hast Klappen auf, so will ich. Weg.
Der nächste. Umgekehrtes Ausschalten. Natürlich. Könntest du das bitte ohne Geschrei das nächste Mal? Ich möchte deine Kollegen nicht aufwecken. Und wieder hoch. Das sieht schon ziemlich witzig aus, wie er da hängt. So, jetzt sollte ich mir erstmal, ich habe hier gerade so einen Typ gesehen, der hat so eine Drohne. Warte, wo ist er denn? Irgendwie. Okay, die Drohne ist nicht mehr wirklich aktuell. Ich gehe mal wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Und nochmal das gleiche Spiel. Bam. Weg. Schön, dass du dich wehrst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay, dann gehen wir mal. Jetzt, da die Männer des Terminal erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Kann ich? Da kommt doch bestimmt irgendwas dazwischen. Ich bin mir so ziemlich sicher. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei einer Aufregung hätte ich das fast der gute Joker. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Ach. Nachtrag, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt. Na dann, mach mal hin. Oh oh. What the hell? Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Ich glaube, es ist der, für den du ihn hältst. Sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Oh, da ist die gute Catwoman. Gefangen genommen von dem Riddler. Oh, ich weiß. Denk dir, was seiner Katze heute passieren würde, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockierer. Ich würde sagen, er hört sich gerne reden. Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Digma, der Riddler und der intellektuelle Überlegen. Dachtest du, ich vergesse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Ja, das ist, ne, mein Job, dich zu demütigen. Ich bin schließlich derjenige, der deine Rätsel löst. Von daher. Ist das ja alles mein Job. Ich will übrigens gehen. Also ich spiele es zum ersten Mal, aber ich habe gestern nach dem ersten Livestream ein bisschen weiter gespielt, um ein bisschen voraus zu sein. Damit ich natürlich nicht hier die ganze Zeit sitze und mir es auch zum ersten Mal alles anhören muss. Aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich bin noch gar nicht, also nicht so viel weiter gewesen. Von daher erlebt ihr wahrscheinlich zwei, drei Sachen genauso wie ich gleich zum ersten Mal. Wie gesagt, ich bin ja dabei, hier für ingame.de den Test sozusagen zu erstellen. Von daher muss ich auch ein bisschen Gas geben, weil wir haben unser Muster leider ein bisschen spät bekommen. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mit, wenn ich das schon mal teste. Und zeig euch ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass ich so weit fliegen kann. Oh. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Ich glaube, ich kann das. Ich habe das Batmobil auch gerade gar nicht, ne? Ne. Ich habe das Batmobil auch gerade nicht, weil es steht ja noch vor der Brücke. Hast du das vom Hitler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Okay, was hat er denn sich hier schon wieder für eine. Aber hier ist schon wieder grünes Licht. Schlechte Witze sind also auch im Spiel integriert worden.
Zack. Erledigt. Und wenn ich das erledigt habe? Was, wieso ist denn das hier so grün? Das hat, glaube ich, keine besondere Bedeutung. Das ist einfach nur grün angeleuchtet. Dann wollen wir natürlich mal das Gebäude betreten. Und es sieht schon wieder alles ziemlich so aus, als wenn ich gleich eine lustige Aufgabe vor mir hätte. Okay. What that? Naja, wir schauen einfach mal. Okay, das ist Catwoman. Will ich da jetzt runter? Eigentlich ja nicht, ne? Aber mach das einfach mal. Batman? Nee. Jetzt bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Rette Catwoman. Hat sie denn da für ein lustiges Halsband? Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute. Schöne Kombination eigentlich. Batman und Catwoman. Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gotham schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Was sind das denn für welche? Wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann. Welche, die mir das Leben ein wenig schwerer machen wollen. Oh yeah! Oh yeah! Oh, jetzt bin ich Catwoman. Wie lustig. Ah, okay. Einfaches Umschalten ist gerade mit L1 möglich. Sehr cool. Diese kesche kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Mhm. Wissen wir jetzt der Schlüssel? Ich habe doch eine Aufgabe abgeschlossen. Oder? Okay. Ich bin also verantwortlich, dass Catwoman nicht explodiert. Du hast doch schon einen Test geschafft. Also mal sehen, wie lange du brauchst, um einen fliegenden Start in ein Fiasko zu verwandeln. Setz dich in dein Raketenflitzer und komm nach Chinatown, Detektiv. Dein zweiter Test erwartet dich. Heißt, wir sollen ins Batmobil gehen? Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel. Tür öffnen? Ich öffne einfach mal die Tür. Geht noch nicht. Ist rot, ist verschlossen. Wann führt eine Tür nach Nirgendwo? Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Okay, das heißt, ich muss mit den ganzen Aufgaben vom Riddler, also... Worauf wartest du? Muss ich erst meine Clown ausfahren? Muss ich sozusagen meinen... Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Sehr gut. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Sehr gut. I have to go to the Mercy Bridge. Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddys neuestes Totenlabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Das war die Brücke. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Missionsauswahl. Okay. Da oben. Ja, sehr gut. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordons Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Ja, mir besonders wichtig, von daher. Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche irgendwas, an dem ich mich gleich langhangeln kann. Oh Gott, was habe ich da getan? Yeah! Was, sollen wir uns die ganze Nacht lang von Scarecrow belehren lassen?
Ich muss ja sagen, dieser Gleiter gefällt mir mit am geilsten. Das sieht auch mit am fettesten aus, ey. Und dann hier dieses, hinten dieses kleine Wackeln. Und dass es dann so ein bisschen voll geregnet ist, ist ziemlich nett geworden. Ich möchte gar nicht wissen, was Scarecrow als nächstes plant. Wo ist das Batman-Zeichen? Da ist das Batman-Zeichen. Ich glaube, da komme ich direkt. Das könnte ich direkt schaffen. Ich werde es einfach mal austesten. Ich lasse mich jetzt im Sturzflug schön hier runter. Das ist nicht mehr Batmans Revier. Er sollte sich besser dran gewöhnen. Klack! Sogar ohne das Batmobil zu rufen, bin ich Alfred, ich bin an der Brücke. Reingefahren. Oder reingefallen. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Medizin. Ja, nun mach nicht, ne? Das hier. Feinde rum, mach das Ding jetzt runter. Los, los, los. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Balkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Ja, ich weiß, das habe ich schon mitgekriegt. Die sich auch mit einem. Alter, what the. Alter, what the hell? Ich habe auch Überraschungen parat. Ah Gott. So. Jetzt sind nur noch 38 übrig in der Stadt. Nur noch. Jetzt nichts sonst. Stell Straßenschilder auf. Regelt die Insel ab. Gegner gesichtet. Ah, 37. Aber, wie soll ich jetzt zurück? Was ist da los? Hä? Ist das beabsichtigt, dass ich jetzt zurück soll? Achso, ich hab die Spur verloren. Okay, machen wir es nochmal von vorne. Ach, das sind rechts oben, zeigt uns eine viele. Zwei so komische Bomben. Bam. Redner zerstört. Das ist eigentlich ganz witzig, ne? Bam. 34. In Kingston ausgeschaltet. Sorry. Standen halt einfach im Weg. Nö, ich halte mich jetzt nicht mit den Jungs auf. Aber ich kann ihn aber kurz mal anschießen. Wo kam der denn her, bitte? Alter, jetzt ist es aber auch gut, ne? Oh, ey. Geil, dass ich da drin gestanden habe. Ich jetzt mal schön dran vorbeigefahren bin. Unfassbar. Ach ja, liebe Leute. Es wäre übrigens auch mal gut zu wissen, was andere Leute vom Batmobil halten. Ja, mal kurz auch mal beschreiben, was ihr irgendwie von Batmobil haltet. Das ist mal so eine allgemeine. Ich finde das Batmobil eigentlich ziemlich cool und es macht, sie haben es auch sinnvoll integriert. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute es nicht mögen. Das ist mir auch fast schon ein bisschen zu viel rumgeballer, aber eigentlich ist es ganz nett gemacht. Das ist eine gute Abwechslung. Und was ich sagen muss, dadurch, dass es so schön schnell ist, kommt man auf jeden Fall zu den Missionszielen, wo man hin muss, relativ fix. Direkter Treffer bei der Rattler. Panzerung hält. Ich schieße jetzt einfach die ganzen Drohnen hier weg, ey, ist mir egal. Drohne offline. Bam. Tot. Mehrere Einheiten offline. Dann kratzt man sich einmal kurz in und dann 17 nur noch übrig. Hat es ihn denn hin verschleppt? Ja. Was erkennst du von deinem Ausdruck? Habe gleich eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Bereit für deinen Untergang.
Aber es ist ganz gut, wenn die jetzt hier kommen, dann kann ich die nicht. Ah Gott. Manchmal, ne? Batman hat seine Drohne zerstört. Was ist hier los? Kommt das? Ich glaube, das hat sich nicht gelohnt für denjenigen, der da gerade geschossen hat. Mamba getroffen. Ah Gott. Alter Schwede, hier fliegt aber auch einiges mehr jetzt um die Ohren. Drohne getroffen. Ich wurde getroffen. Die brauchen auf jeden Fall zwei Schüsse. Die eigentlich auch. Insgesamt dürfen jetzt aber nicht mehr so viele Teile in der Stadt rumfahren, oder? Boah, noch gerade so erwischt. Hey. Das ist auch gut, ne? Mamba-Drohnen-Panzerung durchschlagen. Boah, sind hier viele Dinger. Ah, Hilfe. Unfassbar, ey. Wie viele sind noch? Zwei, ne? Ah. Hey. Bam! Weg! Sprengladung, oh. Die Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. So, dann lassen wir es nochmal explodieren, das Gerät. Oh. Also nicht. Kurz mal ganz langsam Gas geben und dann schön überladen das Teil. Boom! Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Ja, danke, danke, danke. Es tut mir leid. So. Also eigentlich dürfte mir jetzt ja nichts mehr entgegenkommen, würde ich sagen, oder? Also. Nein. Jetzt lang. Hallo, Forensik-Scanner. Danke. Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Na, tun wir das. Ey, Batman hat aber auch den geilsten Technikkram. Das muss man mal einfach so... Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Rekonstruktion ansehen. Warum ist es abgeprallt? Das ist eher die Frage. Oder? Also. Was kann man denn hier jetzt Tolles tun? Es schwebt in der Luft, das Auto. So viel kann ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier hin sollte. Ich untersuche es jetzt erstmal hier vorne. Och Gott, oh Gott. Bewegungs... keine Beweise gefunden. Achso, ich könnte ja mal den Fahrer wieder ins Auto setzen. Kommt er denn? Wo fliegt er denn raus? Da ist der Fahrer. Guck mal. Ist ja auch witzig, oder? Nur mal, um das faktisch mal darzustellen. Hier ist kein Fahrer im Auto. Und hier ist ein Fahrer im Auto. Strange, auf jeden Fall.
Aber wieso sollte ich mir denn nicht den... Mal gucken. Vielleicht kann ich mir ja angucken, wer er ist. Ah, ja. Okay, ich hätte es mir jetzt mal im Auto angeguckt. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Wo könnte sie also gesessen haben? Beifahrersitz? Oh. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Alter Schwede. So eine Tür kann ja auch nur so ein bisschen weit fliegen, ne? Wo ist die jetzt hin? Die Tür? Tür ist abgerissen. Tschüss, Tür. Okay. Gehen wir einfach mal dahin, wo die Tür liegt. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden. Ah, Oracle ist rausgesprungen. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Okay. Da ist sie. Da ist sie. Da oben. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Sieht aber trotzdem schmerzhaft aus. Hm. Ohne das jetzt böse zu meinen, so richtig weit kommt sie ja nicht. Jetzt kommt bestimmt irgendwas passiert. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Mach ich doch mal gleich. Okay. Das dürfte doch der Arkham Knight sein. Ich rekonstruiere. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Wow, das war aber echt ein sehr knapper Warnschuss. Ach, der Junge ist nicht gut drauf und mag auch weder Batman noch seine Verbündeten. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Sie hat bestimmt hier irgendwo auf den Boden geschrieben. Komm. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie hier nicht irgendwas, dass sie nicht irgendwas getan hat? Okay. Hier hat sie nichts getan. Hier hat sie auch noch nichts getan. Hm. Ich muss einen Weg finden, Oracle aufzuspüren, bevor ich gehe. Ja, achso, hier komme ich nicht weiter durch. Okay. Schöner Move. Okay, hier macht sie ja nichts, ne? Das habe ich ja jetzt gerade schon mal untersucht. So, jetzt, er ist rausgeflogen und er steigt aus. Okay. Also wenn hier nichts drin ist, ne? Dann muss sie ja eigentlich hier irgendwas tun. Aber wo? Gottverdammt. Scannen kann ich hier nichts. Hier fliegt sie ja erst hin. Mal gucken. Er kommt ja jetzt erstmal, ne? Lassen wir das mal ein bisschen so weit ablaufen, bis er hier kommt.
Hier muss doch irgendwie... Schon ein bisschen unsinnig. Okay, vielleicht hat sie irgendwas fallen lassen. Nein, hat sie auch nicht. Was zum Teufel? Was muss ich machen? Was zum Teufel? Was zum Teufel muss ich tun? Wenn es jemand weiß, könnt mir gerne Hilfestellung geben, weil im Auto selber ist nichts. An der Tür selber? An der Tür? Ist irgendwas an der Tür? Nope. Hier ist auch nichts. Okay. Ich glaube, der Fahrer selber wird doch auch nichts haben, oder? Also, hier sind irgendwelche... Hier ist noch eine Linie eingezeichnet. Der wurde getötet. Ja, das weiß ich. Das habe ich auch schon mitbekommen. Also bleibt ja nichts anderes außer das Fahrzeug oder... Aber im Fahrzeug ist auch nichts. Kann ich da rumgehen vielleicht? Maybe? Vielleicht. Ich guck mal. Wir gucken uns das Ganze nochmal von vorne an. Haben wir ja noch nicht gesehen. Ach ja. Falls irgendwer einen Hinweis gesehen hat, die Leute, die zugucken, ich habe keinen gesehen, der versteckt worden ist. Hier ist auch nichts. Hier ist nur das Auto. Lass ich schon raus. So, ganz vorsichtig. Hier springt sie raus. Gut. Yes, yes, yo. Hä? Okay. Glücklicherweise lag hier Holz. Hier kann ich nicht scannen. Nur mal. Ich gucke jetzt einfach nochmal, was sie tut. Aber das habe ich alles schon gemacht. In dem Moment, wenn er aussteigt, passiert denn irgendwas Besonderes? Nee. Auch gut, dass er die Tür nochmal zumacht. Bei einem vollkommen kaputten Auto. By the way. Hier ist nichts. Definitiv nicht. What the heck? Also entweder stelle ich mich zu doof an. Oder... Irgendwas. Geht doch eigentlich nicht. Sie muss doch irgendwie was geschrieben oder was der Geier was. Da hat er hingeschossen. So. Da ist sie nur weggegangen. Was anderes hat sie da nicht getan. Also das Einzige, was es sein kann, dass sie irgendwas fallen lassen hat, als sie von ihm irgendwie aufgenommen wurde. Wo sie gekrochen ist, da hat sie doch was in Richtung Kisten geworfen. Hat sie? Ah! Hat sie. Alter! Ey. Boah. Danke, Klamok. Ich glaube, ich hätte jetzt noch ewig gebraucht. Das ist mir nicht mal im Ansatz aufgefallen. Oh mein Gott. Mr. Wayne. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität.
Ich sehe, was ich tun kann. Mensch, da habe ich jetzt aber auch ein bisschen getraut. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndung. Ah. Oh, sorry. Ey, komm, Klamotte ist doch wohl fast eingängiger als Karl Mock. Neben meinem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Sehr geil, ey. Ach ja, so ist das, wenn man alles nebenbei macht. Von Bristol war wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das... So, komm hier, nicht viel reden. Wir haben jetzt ja schon viel Zeit verschwendet gerade. Oh. Ich habe neue Aufgaben dazu bekommen. Gibt's da? Ein Polizeihubschrauber hat einen der vermissten Feuerwehrleute auf einem Dach in der Nähe. Sehr cool. Ich mache jetzt mal. Ich gucke mir mal die neuen Aufgaben an, was da irgendwie rumliegt. Untersuche die Berichte über einen maskierten Rächer in Gotham. Jemand hat ein Bat-Symbol auf dem Dach des Gambi-Geschäfts entzündet. Eine Nachricht, eine Drohung. Zeit, es herauszufinden. Schauen wir mal. Ich will wissen, was da ist. Wer gibt sich als der dunkle Rächer aus? Da werde ich jetzt mal kurz hinfliegen. Und so jetzt. Bam. Ah, geil, ist das der neue Move, den ich gelernt habe? Schockwelle. What the heck? Wer ist er denn? Alter. Ich vermute, du hast mich nicht vergessen, Batman. Wer bist du? Azrael. Azrael. Dunkle Tage sind angebrochen, Batman. Die Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Aus der Asche Arkham Citys lodert ein Feuer und Gotham brennt. Das stimmt. Gotham brennt tatsächlich. Ich sehe dasselbe Feuer in deinen Augen. Doch bevor die Nacht vorüber ist, wird dich das Feuer verzehren. Gotham braucht einen neuen Retter. Okay. Einen neuen Beschützer. Einen neuen Batman. Meine Zeit ist noch nicht vorbei. Echt mal. Aber Azrael, im Spiel mit Azrael, wird auch ganz geil. Der sieht cool aus. Ich habe dich lange studiert. Du hast einen Kodex. Du tötest nicht. Und das werde auch ich nicht. Der Orden hat es vorausgesehen. Die Zeit ist gekommen, den Umhang einem anderen Krieger zu überreichen. Mir. Azrael? Wenn du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst, denke ich vielleicht zu gegebener Zeit darüber nach. Aber nur, wenn du würdig bist. Aha. Wie du willst. Okay, wie cool. Natürlich jetzt. Ich glaube, wir hatten ja einen Batman-Fan im Chat. Das wäre natürlich mal ganz. Oh. Ich darf nicht getroffen werden. Schließe die Herausforderung ab, ohne einen Treffer einzustecken. Okay. Mach ich. Gerne doch. Das reicht. Ich komme wieder, wenn du bereit bist. Ah, oh. Ich bin auf Fortfahren gegangen. Es tut mir leid. Azrael. Natürlich, sollst du deine Chance bekommen. Nein, überspringen, danke. Ich muss ja sagen, ich finde das Outfit ziemlich geil. Da wollte ich zu viel. Ich habe noch viel zu lernen. Hast du. Oder ich. Es tut mir leid. Noch einmal. Alter. What the heck? Ich habe versagt. Streng dich an. Nochmal.
Bam! Azrael hat durchgezogen. Wo ist das Schwert? Das war erst der Anfang. Es warten noch weitere Herausforderungen. Batman hat sein Schwert weggeworfen. Kontaktiere mich, wenn du soweit bist. Azrael. Kann mir mal einer erklären, wer Azrael ist? Ich muss gleich mal nachgucken. Aufgezeichnet. Gute Arbeit, Alfred. Führe die üblichen Physiologietests durch. Vermute ich richtig, dass Sie ihn als Ihren Nachfolger in Betracht ziehen? Niemand weiß, was nach heute Nacht passiert wird. Ich melde mich. Sehr gut. Ich möchte jetzt aber noch natürlich sehen, was hier das mit dem Feuergedönse auf sich hat. Und was ist das hier überhaupt? Ach, Minen. Ja, die Minen sind ja auch irgendwie so ein Missionsding. Das Rad füllt sich bestimmt noch komplett aus, ne? Jemand hat die Feuerwache in Bristol in Brand gesetzt. Dann. Ich muss das Feuer löschen und herausfinden, wer dahinter steckt. Dann lass uns mal Feuer löschen gehen. Er ist Brand. Wir spielen Bad Fireman. Alles klar. Hä? Okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Sie nehmen Gebäude ein und sperren Straßen, als hätten sie ihr das Sagen. Okay. Ich muss direkt auf die Feuerwache. Ja. Logisch, die brennt ja auch. Lichterloh. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Dafür brauche ich bestimmt mein Batmobil. Oder? Ach ne. Der Brand wird außer Kontrolle geraten, wenn ich die Feuerlöschanlage nicht aktivieren kann. Siehst du? Habe ich doch gewusst, dass ich davon ein Batmobil brauche. Yes! I love you, Jessica. Den Nick hätte ich gerne erklärt. Was ist mit ihm los? Fireflies entkommen? What the hell? Was hätte ich tun müssen? Okay. Firefly wird abwarten und seinen nächsten Schritt planen. Ich sollte nach Anzeichen für einen neuen Angriff Ausschau halten. Gibt's neue Leichen? Er entführt Menschen und verstümmelt ihre Leichen. Ich muss diesen Killer finden, Alfred. Seine Vorliebe für die Oper könnte eine Spur sein. Okay. Das ist schon richtig. Wo geht's denn jetzt hin? Wir gehen einfach mal die Hauptmission weiter. Ich gehe zum Wayne Tower. Wenn wir das Sicherheitsprotokoll des Arkham Knight entschlüsseln können, sollten wir ihn auch orten. Ich gehe einfach mal die Mission weiter. Verstecken erwartet ihn eine üble Überraschung. Das ist in die Richtung. Der Wayne Tower sieht aber auch. Ich habe gerade gar nicht verstanden, was der Firefly ist, weil nervig. Im letzten Teil hat er schon voll abgefuckt. Ja, ich fand das gerade ein bisschen verwirrend. Ich wusste gar nicht, was der jetzt gerade so richtig machen soll. Wahrscheinlich ihn einfach nur besiegen.
The Wayne Tower. Schön, dass Sie auftauchen, Mr. Wayne. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang. Morgan Freeman. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius. Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. Machen wir das doch mal. Computer benutzen. Geiles Spielzeug. Selbst zu Hause im Wayne Tower ist einfach nur cooles Spielzeug. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Okay. Scanne Funk nach Stimmmuster Übereinstimmung. Position bestätigt. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sehr geil. Sagen Sie mir, worauf ich konzentrieren soll. Die Fanta eine Produktplatzierung? Nee, ist sie nicht. Es ist aber eine geile Fanta, falls du es wissen möchtest. Es ist nämlich eine Fanta, die es gar nicht so zu kaufen gibt. Überall. Es ist nämlich eine Fanta mit Holunder- und Zitronenaroma. Und sie schmeckt sehr gut. Okay. Das wird Ihnen gefallen. Habe ich selbst programmiert nach diesem Angriff heute Abend. Ah, okay. Ein Upgrade des Waffengenerators lässt Sie die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Schlagkräftige Argumente, Sir. Und jetzt? Bestätigen. Sehr gute Wahl. Ich kümmere mich gleich darum. Falls Sie noch etwas brauchen, verschaffe dir Zutritt zum Tunnelnetzwerk. Wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Mache ich. Kann ja hier raus? Ich glaube, jemand. Es ist keine gute Idee, im Batsuit rauszugehen, wenn Lucias Assistentin noch da ist. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gerne mal im Batsuit. Ja, du, ich trinke eh keine Cola. Auch kein Kaffee, von daher fällt Cola bei mir eigentlich komplett aus. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir. Es sieht aber auch einfach mal nur fett aus, ne? Wenn man hier mal so rüber guckt. Sehr geil. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Der Batman hat eine Überraschung vor. Ist die Frage, möchte man von Batman überrascht werden? Zum Kindergeburtstag vielleicht, aber ansonsten wahrscheinlich nicht mal zum Kindergeburtstag. Nie von ihm gehört, aber war ich in Arkham City. Let's fly to the moon. Und nochmal Sturzflug. Geil, Gewitter. Gewitter. Der Held, der seine Bürger beschützt, soll schwerlos. Wow. Sollte ich jetzt sagen, ich wurde überrascht von den Dingern? Ja, ich wurde überrascht. Also wenn ich das sagen hätte, wäre das nie passiert. Welche Edition ich von dem Spiel habe, das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, aber keine, ich habe eine, die Basis-Grundausstattung dieses Spiels. Ist ja ein Redaktionsmuster, von daher haben wir erstmal nur die Grundausstattung bekommen. Das Grundspiel. Keine Limited, Collectors oder eine von den anderen zigtausend Editionen, die es leider vorzustellen gab. Aber du kannst mir ja verraten, welche du hast, falls du es hast. Stufenanstieg. Ja, danke. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir, aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Es soll eine Überraschung werden.
So, jetzt müssen wir bloß mal kurz gucken, weil ich will natürlich auch hier irgendwo jetzt landen, wo mich das Batmobil erreichen kann. Von daher, da ist es! Das Gute! Kontakt, schwerer Feindkontakt, außerhalb des Tunnels. Boah, alter Schwede. Nein, ich gehe dort. Wow. Hab eine Rattler verloren. Das ist auch richtig so. Boah, Alter. Boah, daneben! Am besten wäre es für mich ja, wenn ihr euch gegenseitig mal kurz abschießt. Wir haben eine verloren, Sir. Lässt euch wie Trottel aussehen. By the way, können wir mal kurz. Primärziel hat Diamond weggetroffen. Panzerung ist durchbrochen. Oh, jetzt habe ich mich treffen lassen. Ich finde, das ist tatsächlich ein Spielmodus, in dem ich auch da nicht mehr so viel reden kann. Da gibt es einiges zu tun. Gott. Na. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg mit dir. Boah, ey. Hat's mich getroffen, ja, ne? So, gleich mal auf Level 2. Welcher Stream? Welcher Stream ist schon vorbei? Kryler 654. Lass mich wissen, nach welchem Stream du gesucht hast. Dann kann ich dir die Frage beantworten. Vielleicht. Eventuell. Alfred, ich bin am Tunnel. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. Nö, nö, nö. Alfred, noch eine Brandschutztür. Öffne sie für Komm. Mich. Komm. Sie hat mich aus So kann man echt gut Ladezeiten überbrücken, ne? Dass sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Du findest eine. Au. Jetzt hab ich habe gerade darauf gewartet, dass eine Antwort kommt. Ja, da muss ich irgendwo hin, das heißt. Irgendwo. Ich muss irgendwie die Tunneleinfahrt öffnen. Ja. Wahrscheinlich irgendwo hier. Wahrscheinlich irgendwie mit der Winde hier irgendwie kaputt machen. Nicht kaputt machen. Ja, geplant ist ja, ne? Es ist gleich vorbei. Ich nehme es jetzt heute mal nicht so eng. Also bis 17 Uhr können wir auf jeden Fall. Kommen wir auf jeden Fall ein bisschen länger, sind wir noch da. Also keine Sorge, wir machen hier nicht. Wir lassen hier nicht so extrem pünktlich den Stift fallen. Ihr sollt ja auch ein bisschen was davon haben, ne? Irgendwelche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Keine Sorge. Eine wichtige Sache. Nach dem Gegenmittel. So eine Sache halt. Ach ja. Ich brauche natürlich Explosivgel. Patzt. Ja, der Typ versteckt sich aber auch überall, ne? Unfassbar. Aber so ist das halt, wenn man ein Männchen im Kopf hat. Ne. Falsch gegangen. Dennoch. Wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Bist du wieder voll crazy zu spät? Ja, es tut mir leid. Aber keine Sorge, falls du noch ein bisschen mehr Streams gucken willst. Ich glaube, heute Abend ist Frankie Frankson auch am Start ab
20 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Und dann geht sozusagen weiter. Und morgen sind wir, naja, zwischen, also wir haben jetzt geschrieben ab 14 Uhr, aber morgen sind wir auch wieder mit Batman am Start. Die gefährliche Stelle. Ach so, setze den Seilwerfer ein. Seilwerfer! Den habe ich ja echt noch gar nicht benutzt. Bedrückt dich etwas? Krass, ne? Den benutzt man eigentlich. Das ist die erste Stelle, an der man den benutzen muss hier in Arkham Knight. Komm schon! Witzig. Lass Robin davonziehen! Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen! Ferngesteuerten Batarang auswählen. Mache ich doch mal. Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen. Achso, ich muss hier rumwerfen wahrscheinlich, ne? Wow. Ah. Gott, invertierte Steuerung. Wow, ich hasse dich. Glaubst du wirklich, er wird deine... Müsste das eigentlich mal gleich umstellen. Das ist ja abartig. Runter.